Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Don Dahlmann, ich bin Journalist, Autor und Berater zum Thema Zukunft der Mobilität, Smart Cities, Elektromobilität, Wasserstoff und alles, was so dazugehört. Heute möchte ich mal anfangen mit einer Sache in eigener Sache und zwar, wie man hier schon an der Seite sieht, es gibt eine neue Dokumentation zum Thema Ende des Verbrenners, läuft auf ZDF-Info am 25.10.2015, ist auch schon online. Link gibt es unten in der Beschreibung. Und ich hatte die Ehre, teilnehmen zu dürfen, zusammen mit vielen, vielen anderen lieben Kollegen und Experten. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ist wirklich sehr schön geworden, ist sehr spannend geworden, wenn man das Thema von sehr vielen unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Das war es in Sachen Eigenwerbung. Heute möchte ich reden, sagt der Titel ja schon, über das E-Fahrzeug und die Frage stellen, warum gibt es eigentlich keine günstigen E-Fahrzeuge auf dem Markt. Also so so, den kleinen Polo, den es früher mal gab, oder den Fiat 500, so für 15.000 Euro ähm, oder 18.000 Euro, den man kaufen kann, und Corsa unter 20.000 Euro, sowas in der Richtung. Also, warum gibt es das nicht als E-Auto? Naja, eins gibt es, den Dacia Spring. Der hat so knapp 200 Kilometer Reichweite, wenn das Wetter gut ist, ein bisschen Rückenwind hat und es bergab geht. Ansonsten liegt es auch deutlich unter 200. Das ist natürlich keine Lösung für die meisten Leute. Also, Warum existieren diese Fahrzeuge nicht? Warum schmeißen sich die Hersteller nicht auf den Markt, diesen sehr lukrativen Markt, und sagen, so, da wollen wir hin, da haben wir ein Auto für. Das hat unterschiedliche Gründe und anfangen möchte ich bei der Batterie. Die kostet natürlich sehr viel Geld im Moment, weil die Batteriepreise sind nicht in dem Maße gesunken, in dem man das noch vor ein paar Jahren vorhergesehen hat. Warum sind sie nicht so gesunken, wo doch viel mehr produziert wird? Naja, sie sind schon ein bisschen günstiger geworden, aber eben nicht so in dem Maße. Und das hat mehrere Gründe, unter anderem eben auch, weil die Batterien selber, also die kleinen Zellen, die da drin sind, weiterhin sehr viel Geld kosten und weil sehr viel davon produziert wird. Und wenn etwas hoch produziert wird, aber auch sehr stark nachgefragt ist und gleichzeitig es noch nicht so den richtig großen Markt dafür gibt. Dann tun sich die Hersteller natürlich damit schwer, die Produktionskapazitäten hochzufahren. Nun zerren an den Batterieherstellern auch sehr viele Leute oder Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen auch Batterien haben. Und dementsprechend tun die sich so ein bisschen schwer. Die Hersteller müssen Kontingente reservieren, teilweise auf Jahre hinaus. Das heißt, sie haben dann ein Kontingent, sie müssen nur ausrechnen, wie viele Autos verkaufen wir denn im Jahr 2023, 2024, 2026 oder 2027. Und diese Kontingente müssen sie sichern und der Hersteller verspricht dann dieses Kontingent auch zu liefern. Alles, was sie darüber hinaus haben wollen, also wenn die E-Fahrzeuge plötzlich wahnsinnig populär werden, das muss dann extra bezahlt werden. So viel Nachfrage bedeutet eben auch, dass sehr viele Batterien gebaut werden. Das bedeutet auch, dass man sehr viel von den Erden und Materialien benötigt, die in den Batterien drin sind. Nickel ist ein gutes Beispiel. Da ist der Preis seit 2018 um knapp 50 Prozent angestiegen. Bei Kobalt sieht es nicht ganz unähnlich aus. Da ist der Preis von, ich glaube, 2018 lag er bei 23 Dollar pro Tonne, liegt jetzt bei 32 Dollar pro Tonne. Also, das heißt, es ist teurer geworden. Und das schlägt sich am Ende natürlich auch auf den Preis von. Einem E-Fahrzeug nieder. Der zweite Punkt ist die Produktionsmengen der Hersteller. Die müssen erst die Fabriken dafür bauen. Das sehen wir überall. Also VW hat das ja in Emden und in Zwickau zum Beispiel gemacht, dass man ganze existierende Fabriken, die bisher Verbrenner gebaut haben, umgewandelt hat in Fabriken, die E-Autos bauen. Sie nebeneinander auf einer quasi Produktionslinie laufen zu lassen, das geht in den meisten Fällen noch nicht. Das hat unterschiedliche Gründe, aber das macht es eben. Sehr schwierig und das macht es sehr schwierig, auch die Produktionskosten zu senken. Wäre ja super, wenn man sagen könnte: naja, wir haben jetzt so und so viel Bestellungen von den E-Autos. Die laufen alle auf einer Linie mit dem Verbrenner und da bauen wir dem einen E-Auto und dem anderen Verbrenner ein. So einfach geht es leider nicht. Und deswegen müssen sich die Hersteller da eben erst so ein bisschen reinfinden. Die Produktionskapazitäten steigen, auch weil Tesla sehr viel baut in dem Bereich. Es geht ja die Rede davon, dass er eventuell eine weitere Gigafabrik sogar in Indien, oder auch noch eine weitere in den USA aufmacht also die Produktionskapazitäten steigen aber sie steigen eben auch nicht so sehr dass die Reichweite dass die Nachfrage komplett abgedeckt ist im Moment und das führt auch zu dass es keine günstigen e-fahrzeuge im Moment gibt also so Autos die im Bereich von 20.000 Euro liegen was kann man dagegen machen naja mehr produzieren natürlich also das heißt mehr Autos auf den Markt bringen einerseits aber die Hersteller wollen natürlich nicht auf Halde produzieren. Also sie wollen nicht einfach ein paar E-Autos irgendwo in die Ecke stellen und sagen, naja, im Moment will sie keiner, aber vielleicht in zwei Jahren dann verkaufen wir sie. Das funktioniert eben auch nicht. Diese Produktion muss ja jetzt bezahlt werden. Und wenn ein Auto aus der Fabrik rollt und nicht sofort verkauft ist, dann kostet es am Ende nur noch Geld. Bekommen wir denn günstige E-Autos in Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen die ersten Schritte auch, zum Beispiel von Citroen. Die haben gerade ein neues Auto vorgestellt, so ein SUV-Crossover, wie man hier sehen kann. Und der kostet so um die 23.500 Euro für eine Reichweite von knapp 300 Kilometern. Das ist ja schon mal ein Wort. Aber ich glaube, die meisten Fahrzeuge, die wir sehen werden, die in dem Bereich liegen werden und die den Markt Wahrscheinlich abdecken werden. Das werden Fahrzeuge aus China sein. Das sehen wir jetzt schon so ein bisschen im Trend, dass die E-Autos aus China so um zwischen 5.000 und 7.000 Euro, Euro günstiger sind als vergleichbare EU-Modelle. Und das, obwohl 10% Einfuhrzoll noch drauf liegt. Und wir können davon ausgehen, wenn der vielleicht mal wegfällt oder wenn die Produktionszahlen in China weiter steigen, dass die Autos dementsprechend günstiger werden. Also werden wir hier in Europa uns noch schwer tun laufen die E-Autos in China besonders gut. Und dadurch, dass es ein großes Land mit vielen Leuten ist, verkaufen die natürlich auch mehr Autos, auch E-Autos und produzieren auch mehr. Und dementsprechend wird die Produktion wieder günstiger. Und sie sitzen natürlich auch direkt neben den Batterieherstellern, darf man auch nicht vergessen, zusammen in einem Land. Also wir sehen schon Kleinfahrzeuge, die in China auf dem Markt sind, wie dieses kleine Fahrzeug. Das kostet so um die 10.000 Euro, hat auch wenig Reichweite, aber ist eben relativ günstig. Und für viele Menschen ist das, wie der Smart das lange war, ein Auto, was in der Stadt völlig ausreicht. Wir werden eine Menge, Menge an günstiger Fahrzeuge auf dem deutschen Markt sehen, aber die werden nicht von deutschen Herstellern sein, die werden von chinesischen Herstellern kommen. Da bin ich mir ganz sicher, denn eben Marken wie Peugeot, Renault äh, springen da in diese Bresche rein. Die versuchen das ja schon, aber es wird auf jeden Fall schwer. Wann kommen diese ganzen Fahrzeuge ganz am Schluss? Das ist schwer zu sagen. Also von den EU-Herstellern, da wird es noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, Citroën hat jetzt mal so einen Vorstoß gemacht. Da bin ich sehr gespannt. Von Renault wird sicherlich auch was kommen. In dieser Richtung, weil das ja so die Kernzielgruppe beider Marken ist. Aber es wird eben noch ein bisschen was dauern. Und bis wir so einen Polo sehen, der unter 20.000 Euro kostet, 300 Kilometer Reichweite hat, ein vernünftiges Infotainment-System und so weiter und vernünftige Ladegeschwindigkeit, da müssen wir uns, glaube ich, noch sehr lange gedulden. Der ID2 ist angekündigt, aber bis er auf den Markt kommt, da bin ich mal sehr gespannt. Wie sieht es bei euch aus? Ist das für euch von Interesse? Also guckt ihr wirklich in diesen Markt rein, also so um die 20.000 Euro? Und wäre das für euch ein Argument zu sagen, Mensch, wenn es da ein Fahrzeug geben würde, was eine vernünftige Reichweite hat, also um die 300 Kilometer, dann würde ich da auch zuschlagen. Würde mich interessieren, wenn ihr mir dazu eine Antwort gibt in den Kommentaren. Ich bedanke mich, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und äh, bis nächste Woche. Da habe ich auch wieder eine schöne Ankündigung in eigener Sache. Also bis dann. Tschüss.